Einmal ganz losgelassen, Wann mir warst fällt. du denn da? Hä? Wo Bei hast mir du stehe ich denn? oben auf der Kante. Dann bist du komplett runtergefahren. Das ist cool. Ich stehe oben bei mir weiter auf der Kante. Hallöchen, ihr Lieben, und schönes Wochenende. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, ich mache gerade eine fette Kanalveränderung durch und das ist eines der wenigen GTA-Videos, die es geben wird, aber während meiner Recherchen, wo ich in mich gegangen bin, und das habe ich wirklich herausgefunden, und das wird die Person hier bei mir freuen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit dem lieben Anime-Fan aufnehme, dass meine Stimmung besser ist und ich viel mehr Spaß habe. Das Als hört man mit dieser anderen gerne. Person. Deswegen schön, dass du wieder da bist, Anime-Fan. Yeah, ab geht's. Ja, für dich, dein Willkommen. Oh, sehr charmant hier, kriegst einen zurück. Dein Willkommen. Wir haben hier eine Map, das ist eine Special Map und zwar ist das hier Bowser's Castle. Das heißt, das hier ist eine Event Map. Guckt euch das an. Das ist hier der Bowser's Castle von Super Mario. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Yeah. Aber, das heißt, hier gibt es diese Lavaschluchten. Ich fahr wo rechts gehen rum. wir lang? Hier gehen Ich wir fahr rechts rechts rum, oder? rum. Hier gibt es Lavaschluchten. Guck mal, das ist ja alles Fake. Da kann man sogar reinfahren. Guck mal, das sind so zwei Ja. Ebenen übereinander gebaut. Das ist richtig cool gemacht. Echte Lava in GTA. Finde ich cool. Und das ist hier eine Jo. Challenge. Ich weiß nicht. Guck mal, da oben ist Bowser! Wo? Ach, hinter uns, so. Yo! Der sieht voll gut aus! Ja, nicht schlecht gemacht. Da hat jemand Kreativität Ach, bewiesen. du fährst schon die ganze Zeit weiter! Nein, ich bin links rumgefahren. Ich bin auf gleicher Höhe wie du. Du bist auf Platz 1. Zwei Wege gibt's hier. So, jetzt bist du fällig. Wo bist du? Ich bin, Yo. Ich hoffe, du bist nicht der Rampe, dann fliegst du jetzt in die Luft. Wie, du bist Rampenauto? Ja. Nein! Komm her, mein Freund! Nein! Und da ist er weg! Yo! Er hat sich falsch entschieden. Wie? Ich wusste gar nicht, warte, jetzt ändere ich. Jetzt bin ich irgend ein Auto wieder. Warte, wenn ich davor das Auto war, dann bin ich jetzt das Rampenauto. Oder? Mein Lieber, ich komm schon, bitte, bitte. Lol! Ach, wie süß, oh. Hab ich irgendwie. Lol. Hab ich irgendwie Pech? Ich glaube, oh ja. What the, wieso hab ich denn die ganzen Kackautos? Er hat sich falsch entschieden. Komm schon, Rampenauto. Ne, T20, easy. Yeah. Hast du auch einen Sportwagen? Nein, jetzt bin ich der Rammer. Ha? Nein! Hallo! Ab Verdammt! in die Ecke mit dir. Er macht ja alles kaputt, ich wusste es. Oh nein! Jetzt bin ich. Hilfe! Wo möchtest du hin? Hilfe! Hilfe, Wo Freunde! willst du hin? Weg von dir! Ja! Haha, rückwärts bin ich schneller! Hier! Du kriegst ja gleich dein hier. Ich krieg dich da noch rein, keine Sorge. Nein! Er hat's geschafft! So muss man jemanden reindrücken. Also, ich glaube, das ist eine ganz coole Map, die müsste man mit mehreren spielen. Dann wird's richtig abgehen hier. Ich glaube, das wird echt abgehen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch so eine Quest haben, dass wir Bowser am Ende auch zerstören können. Das wäre geil. Das wäre geil, weil ich hatte schon mal so eine Map. Man muss ja immer durch die Mitte, das ist ja auch ganz geil. Ja, das heißt, man trifft sich mit verschiedenen Fahrzeugen normalerweise. Hilfe! Nein! Nein! Nein, du wärst so geflogen! Eben mit dem Golfkart, ja? Nein! Ah, das ist auch was anderes. Ah! Ich komm von hinten! Hilfe! Windschatten! Wow! In der Luft! Jo, da liegt er! Bella, Huh! ciao! Bella. What? Lol! Und? Nein! Nein! Er hat mich geopfert! Da haben wir ihn erwischt. Luke! Muss ich mit dem auf die Seite legen? Oh nein, er macht einen Toastbrot unten. Oh, meine Herren, das ist ja schwerfällig. Ey, das Ding ist aber Oh, auch. da liegt er wieder! Nein! Er liegt, er liegt! Den holen wir uns! Niemals! Ja! Ja, Ich komm, wusste komm! es nicht! Nein! Ja! Du kommst hier nicht mehr vorbei. Und schon hat er verloren.
Ja! Nein! Er hat es geschafft! Au! So schmeckt mir das, so. So schmeckt mir das. Was? Ich bin aber noch nicht mit dir fertig. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Oh, oh. Wow! Huh. So. Bum. Yeah. Was kommt jetzt? Ach, mir ist auch. Verarscht! Wow. Ich will mal mit den beiden Fahrzeugen komplett aufeinander knattern. Hier stelle ich da hin und gebe Vollgas. Ich gebe auch Vollgas, okay? Ja. Warte, ich muss erstmal wieder rückwärts fahren. Ich muss erstmal springen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn Anni wüsste, was ich im Schilde führe. Oh oh, ich habe Angst. Aber nein, er wird halt platt gemacht. Bereit? Ja. Oh oh. Jetzt gehst du kaputt. Bam! Da lache ich drüber. Und er fährt weiter. Mit dem Unterschied, dass ich hier respawne. War da was? Wie viel hält deiner aus? Zu viel für dich. Scheiße, echt so. Ich muss hier weg. Ich mach die Map kaputt. Und. Kann ich das überhaupt zerfahren? Flugzeug! Kopf über. Ich hab ja richtig Angst, wenn man gegen diese. Warte, und jetzt fahren wir in Bowsers Mund rein? Echt? Guten Hunger. Ja, stimmt. Wir müssen oben in Bowsers Mund reinfahren. Nee, komm, wir fliegen in Bowsers Mund rein. Na, da sind falsch. In die Luftröhre müssen wir. Oh, von unten Yee-ha! Rein. Ach, und hier ist die Runde 2, glaube ich. Okay. Leute, er ist falsch umgefahren. Er wird da oben rausfliegen. Oh, oh. Und jetzt. Oh, oh. Nein! Oh. Au! Ui, 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 ui. Zerstört! Ui, 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 ui. Vollkommen! So, fettes Rennen, let's go! Wer die schnellste Runde hat, jetzt komplettes Battle, try hard. Alter, bin ich langsam. So, so. Los geht's! Den kleinen Vorsprung hatte ich, deswegen drücke ich kurz nichts. Eins, zwei. Ich bin schon bei drei. Dir. Was? Jo, von oben ist er gekommen. Weißt du, diesmal weiß ich, was ich brauche. Du musst ja, wenn du dich für einen Weg entscheidest, heißt ja nicht, dass du den Weg fahren musst. Nö. Du kannst ja zwischendurch auch den Weg wechseln. Das ist der Vorteil an sowas. Solange wir uns immer kreuzen. So, aber erstmal bist du fällig. Erstmal bist du völlig! Wenn er mich trifft, ich glaub's nicht. Nein! Nein! Profifahrer! Ich wollte es! Dann wäre ich gut fliegen gegangen. Echt so, aber du wirst mich nicht kriegen. Du wirst mich nicht kriegen, ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell! Ach, jetzt bin ich ja dieses Fahrzeug. Na? Nein! Ich würde mich gerne wohl kriegen, hä? Ja, nein, dann tick zu langsam. Wir driften hier durch. So, jetzt kommt da, glaube ich, ein schnelles Auto. Sehr, sehr nice. Also, es macht Spaß mit dir. Mit dir auch. Schade, dass es leider keine Team-Maps mehr gibt. Wir haben auch noch den ein oder anderen Team-Parcours aus der Community bekommen. Das heißt, da könnte ich dann durchaus mit dir so einen kleinen Test einfach mal starten und gucken, wie schön ist das Ding geworden. Hört sich geil an. Wenn die Leute gute Team-Parcours hinbekommen, gerne. Ja. Das ist die Frage, ne? Das ist halt, was bedeutet das? Ich weiß nicht. Was, du bist schon bei mir? Oh! Und er fällt! Ah, verdammt! Ich bin immun! Ja, ich hab extra abgewinst. Nein! Und Schuss! Nein! Nein, ich hab den Punkt noch nicht mal! Ich hab den Punkt noch nicht mal! Er hat jetzt einen satten Vorsprung, er hat jetzt einen satten Vorsprung. Nein! Wunderbar, so muss es laufen. Wow! Also die Landung hier war... Überschlagen. Ich nämlich nicht. Ich weiß nämlich jetzt, wie das geht. Da fliegt er! Weißt du, schön? Siehst du, zack! Ja, aber trotzdem... Zack. Der rollt aber schön! Zack! Das hat ihm gut geklappt eigentlich. Oh oh. Nein, dieser Flugzeug wird er den Sturzflug machen! Ich bin unzerstörbar! Wow! Vollkommen zerstört. Er ist einfach gelandet. Falsch herum. So. Ja. Ah, ich bin ja. Direkt hinter dir. Ich bin. Oh mein Gott, das wird richtig knapp. Ja. Je nachdem, wie man aus der Tube dann rauskommt.
diesmal wahrscheinlich oben rein muss. Wenn ich wieder so wie beim letzten Mal mit 100% Max Speed. Oh nein! Er überdreht sich! Und? Er hat die Chance! Full Speed! Nein! Oh, ich hab geblinkt! Ja! Ich dachte, ich glaube nicht! Scheiße! Alter, war das genau! War das geil! Heftig, das war richtig gut! Und weil ich die Idee geil fand und mal wirklich die Map von Game Story auf Herz und Nieren prüfen will, weil ich ein Anime-Fan ja super viele Teamparcours gespielt habe, haben wir jetzt ja einen Teamparcours, der von ihm gebaut ist. Er hat, glaube ich, noch nicht so viele Maps gebaut. Der Name ist mir jetzt nicht bekannt, aber es gibt eine Regel, man darf die rote Linie nicht benutzen, wir sind wahrscheinlich zum Testen da. Ja, rechts oder links? Rechts. Dann nehme ich links. Ich hoffe, das war kein Fehler. Uff! Yo, das Quad, es geht gut los. Okay, also... Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich finde es erstmal schön, dass es ein Verwandlungsrennen ist. Ja. Das finde ich erstmal richtig schön. Aber guck mal hier, ich muss dich nicht transportieren, ich muss nur dein... Meine Brücke sein. Ich glaube auch. Rot darf man nicht benutzen, also diese, ich glaube diese schwarz-roten Dinge, die sind blockiert, die hat man extra so zugebaut. Damit er es schaffen konnte alleine. Genau, das finde ich halt so krass bei diesen richtig heftigen Level-Asian-Leuten, dass die das am Ende noch wegmachen konnten. Ich glaube, das ging, als dieser Bug bestand. Ich glaube, du musst Anschwung holen. Ja, ich... Als dieser Bug bestand, dass man, Ja, du stehst schräg halt für mich, so gesehen. Dass man testen musste, weißt du? Ja. Ich versuche mal ein bisschen weiter hinten, vielleicht kannst du dann einfach nur mein... Oh, das auch. Oder dich gerade ausrichten, weil bei mir stand es schräg. Ich habe da quasi... Ich kann nicht weiter gerade. So. Der kann ja auch nicht durchgehen. Ich habe nur eine gerade Linie. So. Ja, das ist schon mal eine geile Idee. Flankt auch ein bisschen Skill ab. So, dann stehe ich mich mal... Wow! Das ist abgerollt. Ey, was willst du unter meinem Reifen? Oh. Aber für so kleinen konnte ich gut rammen. Echt so. Das Problem, ja, ich muss halt gerade springen. Ja, ist schwierig. Ich kann mich halt, weil ich kann versuchen, ein bisschen gerade schräg hinzustellen, aber... Oh, das konnte schon fast schon ausreichen, glaube ich. Jo. Sagt er und er. Okay. Ich sehe nichts. Ja, sieht gut aus. Das bleibt mal so stehen. Okay. Oh. Also der Sandhügel bei dir macht sehr schwer. Ja, das sieht schon schwierig aus, aber ich glaube, das kriegst du hin. Ja, das ist auch kein Problem, wenn man einmal den Winkel hat. Oder einfach so, guck. Also wenn jetzt nicht, dann wandern. Wenn ich jetzt... Die Frage ist, soll ich mit Speed drüber fahren oder ja? Jetzt ist halt eine zu große Lücke zwischen gewesen. Eieiei, warte, dann gehe ich. Mach mich wieder, entschräge ich mich wieder. So, jetzt muss das aber klappen, Freunde. Ja. Ich bin die Brücke. An mir kannst du dich festhalten. Bin gespannt, was sonst noch so kommt. Ja, ich sehe zumindest einiges Interessantes da hinten. Warte, nicht jetzt, mal. Vor allem, wir müssen ja ziemlich viel hinkriegen, also perfektionier das Ding am besten. Nein! Aber der Winkel ist stimmt, du musst so stehen bleiben. Okay, ja, das Ding ist, du musst das hier beim First Try 1, 2, 3, 4 mal hintereinander schaffen. Er macht mir direkt Mut. Deswegen guck am besten, dass du irgendwie vielleicht, wenn du an der Seite fährst oder irgendwie an so einer Kante oder irgendwo, vielleicht wirst du ja irgendwo nicht so seitlich weggelenkt, weil ich kann es schwer einschätzen. Weil der Quad hat ja... Lol. Wow! Oh mein Gott, ey. Aber jetzt hänge ich hier drin. Der kann aber durchdrehen. Der kann durchdrehen, das geht. Boah, Junge, das Ding geht ja ab hier drauf. Was macht der da, frag ich. So, jetzt. Also nicht auf keinen Fall mittig fahren. Das ist schon mal das Schlechteste, was du machen kannst. Na, weil das ist der Hügel am höchsten, glaube ich. Ich glaube, du kannst nicht einfach nur so vorne an die Kante und schnell einfach nur Gas geben, oder? Der ist... Oh. Nein! Bleib drauf! Ah! Na, versuch mal. Hey, du musst aber auch mein Dach nehmen. Nee. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt wie. Ja, komm mal drauf und du stellst dich. Du nimmst den Hügel als Rampe. Ach so, Also, ich muss erstmal auf mir drauf landen und ich stelle mich so hin. Müsstest du das hinkriegen? Da kannst du nämlich richtig easy. Du brauchst einen Anschwung. Ja. Oder, nee, geht. So. Wenn du dich da so schön hinstellst. Also, ein bisschen weiter noch rechts. So.
Oh, nee, da kommt, glaube ich, nicht hoch genug. Nee, du musst ein bisschen weiter rechts. Du musst ja rechts an die Kante hinten bei mir. Also auf die Seite meinst du, ja, dann wollen wir mal testen. Und das ist die Frage, ob dieser Hügel ausreicht. Der dreht aus. Da ist er am Probieren. So. Der scheint einfach nur so rüber zu fahren, ne? Ja, der fährt dann nur rüber. Ich muss die gelbe hier nehmen, würde ich behaupten. Ja, krass. Jetzt häng ich hier schon wieder fest. Weißt du was? Wozu? Warte mal. Wozu soll ich dich da hier drauf tun? Und jetzt direkt zum vierten Fahr. Oh, da hinten ist eine gerade Kante, oder? Hä, kein Witz? Wozu denn? Du musst nur da vorne drauf. Meinst du jetzt rechts oder ganz vorne? Du kannst ja theoretisch noch einen weiter geradeaus fahren. Stimmt. Darum gehen wir quasi in die ganzen Lücken. Ja, stimmt. Und das ist diesmal auch ganz gerade. Ja. Hopp. Okay, nochmal Anlauf nehmen. Aber hier klappt's besser. Mach schön vorsichtig. Also ich muss doch ein bisschen... Ja, ich glaube, wenn du so stehst, ein kleines Stück zurückfallen lassen und dann nochmal, weil der zieht gut an. Nein, das war zum Scheitern vor, das habe ich schon gesehen. Ja, aber da, so klappt... Yo! Warte, kannst du von da aus nicht hochfahren über meine Kante, dem Dach? Numpad 8 und so, nämlich zurücklehnen und sowas. Nimm mal drauf. Pff. Boah, nee, das war gerade vorwärts fahren und dann springt so das zurück. Sieht schwierig aus. Ich würde ja gerne sagen, tauschen wir mal die Fahrzeuge, aber... Ja, das wäre cool. Das ist leider Verwandlungsrennen, da... Yes! Ja, yeah, Freunde, endlich! Ganz vorsichtig, mein Lieber. Ganz vorsichtig. Du musst alle Bälle reinkriegen, alle. Alle, jo. Hier darf keiner entwischen. Ich muss oh nur mein Gott, jawollo! Ich habe hier einen Reserveball, glaube ich, weil einer liegt weiter außen vor. Ja. Absteigen mit Maschinengewehr wäre jetzt einfacher. Ah, pass auf, dass der zweite Ball... Nummer 1 ist drin. Mal hinten, nice. LOL! LOL! Ich musste ihn zurückdrücken, den Ball. Ja, das sind halt die Bälle. Der ist einfach. Nein, er rollt zurück. Oh mein Gott, das heißt, dieser Teamparcours... Wenn man nicht schnell genug ist, der macht das sogar unmöglich. Krass, lieber Map-Erbauer. Ja, die Map wird gleich unmöglich, wenn du den nächsten Ball verlierst. Da hinten der letzte Ball. Nein, du hast schon einen verloren. Anime fest. Ja, ich fahre ja schon. Ah, hier ist eine kleine Kante gewesen, der hat es nicht geschafft. Boah, heftig. Der hätte mehr von den Stoppschildern hier hin müssen. Der hätte bauen müssen. So einen kleinen Stopper hinbauen sollen. Aber ich habe einen Reserve, weil also ist noch möglich. Oh, da hat die Muffen sausen gerade. Nicht nur du. Don't drop it. So. Nein. Nein. Bleib liegen. Ja, komm zurück. Guter Ball. Deswegen hat er die Mauer hingesetzt. So, nice. Stark. Jetzt noch der letzte und dann haben wir es. Es fehlt. Nee. Man hätte alle Bälle nehmen müssen. Du brauchst. Alle 7? Du hast 3 verloren. Wie viele sind denn drin? Lol, die fallen da unten raus. Geil. Ich kann jetzt nur noch versuchen, Vollgas zu fahren. Warte, einen kann ich noch reinschmeißen und dann. Ich kann nur versuchen, Vollgas zu fahren. Oh! Komm, das kriegst du hin! Jo, die fallen da durch. LOL! Okay, das war ein Fehler des Map-Erbauers. Also, geile Idee an sich, finde ich gut. Ja. Aber das hätte man testen können. Oh! Da komme ich hier überhaupt durch jetzt links? Die Frage ist, ob du da übers Rote drüber kommst. Aber der Map-Erbauer hat es getestet, also muss es irgendwie möglich sein. Oh. Der Zerstörer. Aber ja, ich meine, ob da genug von dem Zeug kaputt geht. Ja, okay, nice. Ja, krass, schade, heftig. Ja. Dass jetzt so ärgerlich nicht geklappt hat. Also, wenn da eine kleine Mauer gewesen wäre, wäre es ganz einfach gewesen. Ja, also hinten eine Mauer, vorne eine Mauer, hier noch ein paar Punkte. Und die Map wäre um einiges schwieriger gewesen. So, aber ich bin wieder ein normales Auto. Und jetzt nehme ich rechts. Du willst rechts? Will aber nicht schon wieder der Part sein, der nichts macht. Das ist zu Fuß laufen. Egal, wir machen das fair abwechselnd. Mir ist egal, solange es kein Motorrad ist. Parcours. Was bin ich jetzt? Das ist zum Beispiel eine geile Kombination. Wenn du das so wirklich machst. Ja.
Okay. Ich weiß nicht, ob das für dich gewollt ist, aber ich hoffe, du weißt, dass das ja die zu Fußballkur-Elemente sind. Das heißt, ja. Ich kann zum Beispiel einfach durchfahren. Da hättest du eine richtige Mauer platzieren müssen. Aber guck mal, ich könnte jetzt zum Auto durchlaufen. Ich würde nämlich sagen, normal muss ich hier unter die Mauer durchrammen, würde ich behaupten. Du müsstest mich normalerweise durchrammen, hatten wir auch, aber ja, hätte er dann eine richtige Mauer hingesetzt, ja, dann... vor allem ein bisschen tiefer auch gerne. Na, da kommst du nicht mehr drunter, oder? Hier... Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig stelle. Brauchst du einen kleinen Arschtritt? Hier ist besser. Aber das erste, okay. Zimmer mich durch. Das ist eine geile Sache. Zack. Quatsch, da ist er durch. Ach so, zum Testen braucht er das wahrscheinlich. Ja, oder? Wahrscheinlich. Ja, das ist dann wieder okay. Man, ach so, stimmt, das ist ja rot, das Element. Ja. Das heißt, man darf es theoretisch nicht benutzen. Okay, nee, da hast du recht. So. Dann fährst du links, das ist gut. Motorrad ist doch klar. Was hab ich? Yo! Was bin ich jetzt? Eine Barty. Yo, easy, geil! Easy. Was bist du, der LKW wieder? Nein, ein Schaufelrad. Bagger. Hallo. Die Frage. Jetzt ist die Frage, was muss ich mal? Muss ich auch? Ich muss wieder hoch. Du musst hier hoch, oder? Ja, nee, ist klar, mit dem Ding hier hoch. Also, ich bin gelb, du bist grün. Das heißt, ich nehme auch den gelben Weg und du den grün. Ah, du hast wahrscheinlich Lücken drin, hoffe ich mal. Ah ja, hier muss ich endlich rein, genau. Jetzt, aber ich kann dich auch schieben. Muss ich den rückwärts hochfahren? Dann geh ich mal runter und schieb dich. Ich probier's mal rückwärts. Warte, nee, du musst vorwärts. Meinst du? Ja, ganz hoch machen und vorwärts. Ja. Weil hintenrum würdest du es nicht schaffen. Liebe dich. Ja, 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 komm. Mit Schub klappt es. Rechts rum. Lenk. Oh! Junge! Das ist aber geil. Ja, das ist ein schönes Element. Das ist auch eine neue Sache, die hatten wir so noch nicht. Warte mal, ich muss mal Anlauf nehmen. Oh, warte, ich denke, ich glaube. Okay, let's go. Guck mal, aber das hilft wahrscheinlich, was ich denke. Ja, ein bisschen hilft das wahrscheinlich. Das hilft. Oh, da oben. Oh, gut, das ist eine längere Plattform, gut. Oh. Und tschüss. Kein Problem, ich komme schnell wieder. Ah, das ist das grüne Element. Das finde ich auch eine coole Idee, dass ich dir hochhelfen muss. Und da ist nämlich dazwischen, da wo du mir dann helfen musst, ist eine Schräge, wo die nicht so steil ist. Aber da habe ich sozusagen, das ist halt schade, dass man, da müsste man glaube ich noch einen Weg finden, dass man das alleine nicht schaffen kann. Weil jetzt musst du dich auf den, naja, auf den guten Willen deiner Spieler verlassen. Ja. Die halt sozusagen dann halt nicht mogeln. Aber für jemanden, der dieses Prinzip nicht kennt... Das ist der Vorteil dieser Modder-Team-Parcours. Da funktioniert sowas dann. Ja, genau, das... Warte, ich muss mal wieder Anlauf nehmen. Ja, du hast mit dem Hinterteil festgesetzt. Okay, die beiden Haken stören gerade ein bisschen. Kann man die nicht bewegen? Sieht aus, aber ich glaube nicht. Warte, gib weiter Gas. Ah, die beiden Dinger müssen vom Boden weg, dann geht's weiter. Ja, aber... Kannst du nicht bewegen, ne? Nee. Nee. Okay, komm, nochmal Feuer. What? Mir ist richtig krass gebackt. Okay, volle Power. Ah, du hast mich hochgehalten. Du hast die Schaufel. Ja, ich bin auf so einen falschen Controller gekommen. Ja, kein Thema, komm nochmal. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass... Wieder nicht hochgehalten. Bei mir ist die Schaufel ganz oben. Bei mir bist du mit der Schaufel gerade gegengefahren. Also bei mir kannst du es sehen. Ja, okay, es ist komisch, also es ist wahrscheinlich ein Anzeigebug oder so. Ja. Top. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ihr werdet sowieso eine sehr gekürzte Fassung sehen, Freunde. Komm. Schaffst du das? Ja, ganz langsam. Mit dir ging es schneller, aber alleine geht's auch, wenn man einmal die Kante erwischt hat. Komm, ja, und noch. Gleich bin ich oben. Ah, ich rutsche. Oh, die Mauer. Huiuiui. Und okay, ich glaube, okay, das okay. Anschieben hat gerade nicht, du bist immer unter mich gebackt, das war das Problem gerade. Irgendwie hat der das, weil ich die unten so angehoben habe, glaube ich, ne? Oh, jetzt muss ich dir meine Schaufel zur Verfügung stellen. Genau, jetzt in deine Schaufel rein. Ein Stück zurück, bitte. Nee, so, ja. Falsch. Das Problem ist, bei mir ist diese Schaufel auf dem Lenkknopf.
Ach so. Hallo. Oh. Ja, du, ich glaube, du musst. Warte. Nicht lang. Kommst nicht raus, warte mal. Nee, ich hänge genau mit dir fest. Ja, nimm mich einfach mit. Wie gesagt, mein Problem ist, dass die Schaufelbewegung auf meiner Lenkung ist. Wenn ich hier jetzt mal lenke, dann. So, die Schaufel bewegt sich mit, ne? Ja. Kommst du hier hoch? Ja! Bring mich jetzt ins Ziel! So, raus mit dir! Oh. Warte! Nein! Oh. Was machst du denn da? Ich wollte dich eigentlich nur absetzen! Nein, du hast mich voll rausgeworfen in die falsche Richtung! Der war viel zu hart! Er klatscht mich einfach auf den Boden! Ja! Ich glaube, hat er auch verdient, oder Freunde? Ganz ehrlich, er klatscht mich einfach auf den Boden, Mann! Ich habe dir nichts getan! Ja, aber jetzt also... Also die Ideen in diesem Teamparcours sind gut. Ja, interessant. Ich dir ganz ehrlich, finde ich gut. Map-technische Umsetzung, was Smoothheit angeht. Gebi, sage ich dir ehrlich und offen, ohne dass ich dich jetzt irgendwie flamen will, da kann man halt stark an der Smoothheit arbeiten. Ja. Man muss hier sehr viel mitdenken. Es ist nicht intuitiv. Jetzt zum Beispiel, ich fahre jetzt einfach hier rüber. Okay. Ich wollte gerade wieder. Wen hindert das, sozusagen hier rüber zu kommen? Weiß ich nicht. Also, ja, aber um das dann hinzubekommen, bräuchst du wahrscheinlich ein Mod-Menü, damit du auch einfach die Punkte überspringen kannst. Ich glaube auch, ich weiß es halt wirklich nicht. Also, aber hier zum Beispiel, wenn man einen Teil geschafft hätte, wäre ein Zwischenpunkt halt so geil, weil es halt schon ein bisschen random ist. Oder hier, ich meine, jetzt hat das grüne Teil aufgehört und jetzt ist nur gelb. Theoretisch dürftest du hier gar nicht langfahren. Cool. Außer man biegt sich die Regeln ein bisschen zurecht, weißt du? Ja. Junge, ist das eine Schnecke bergauf. Jan, kann dir helfen von oben. Na, komm her! Komm her! Oh, ich werde hier aber warten. Das werden wir noch einmal probieren. Aber guck mal, die Ideen sind geil, aber ich glaube, es ist auch nicht vollends getestet. Ich weiß auch nicht, wie man das vollends testen möchte. Da kann ja einfach nur immer mit beiden Fahrzeugen beide Farben nehmen. Ey, willst du? Schaffst du's? Komm, fahr den letzten halben Meter noch. Das Ding ist zum Beispiel die Höhe. Ja. Da haben wir es. Die Höhe vom Dings da, von der Schaufel. Ich weiß nicht, ob die hoch genug ist überhaupt hier. Das meine ich. Also die Schräge hier ist heftig gerade gewesen. Du hast hier eine Pattsituation gebracht. Jetzt ist vorbei. Ne. Du redest mit dem Profi-Baggerfahrer. Ist das so? Ich glaube, du musst dich einfach hinstellen und musst das direkt mit so einer Wheelie-Rampe nehmen. Siehst du? Das zum Thema Pattsituation. Komm mal richtig ran. Also mittig sollte passen, ein bisschen weiter rechts vielleicht. Also so auf die Seite. So. Genau, so dass noch vorne, nach vorne, so dass ich mittig stehe. Nice. Du musst sagen, wie weit so? Weiter. Hey, stopp, danke. So, schafft das oder schafft das nicht? Die Wetten stehen 50-50. Ja, perfekt. Jawollo. Also das hat hier gut funktioniert. Hätte man das andere wahrscheinlich auch nehmen müssen. Also, wie gesagt, von der Idee her klasse. Dass du jetzt hier rumgucken musst, ist natürlich hässlich für dich. Vor allem die anderen habe ich schon mit Anlauf genommen. Hier habe ich keinen Anlauf, um gleich hochzukommen. Das wird das Geile. Vor allem ist hier, glaube ich, für dich vorbei. Echt? Ja, weil hier ist eine Kante. Da kommst du nicht hoch. Wow. Außer du kannst mich als Rampe nutzen. Freunde. Das wäre natürlich geil. Wenn das jetzt hier einkalkuliert ist, das wäre richtig geil. Warte, ich habe ein Auto, ich kann dir hochhelfen. Ist ja wieder schwierig, da lang zu kommen, ne? Ja. So, ich dich mit dem Hinterteil hochzudrücken. Warte, lass mich vorbei. Oh, warte. Achso. Und ich drücke rückwärts, weil vorne bin ich ja flach. Ja, sonst bin ich aufgehebelt. Oh. Zack. Jo. Ich gebe nur noch Vollgas. Ja, ich glaube, du musst echt den perfekten Winkel erwischen und hin und her rutschen und so. Hei. Ja, Freunde, er hat es geschafft.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich weiterkomme. Kev? Ja, bitte? Achso, ich sehe dich gerade. Ich musste meine Webcam nur jetzt wieder anmachen, weil die nach 24 Minuten immer ausgeht. Ah, ja. Wo bist du schon am Klettern oder was? Ja, ich habe das sogar grüne und orange jetzt alleine ohne dich geschafft. Hab ich auch gewundert. Was Besseres. Oh, da kommt noch so eine Steigung. Gibt's dir, du hast ein bisschen Angst. Ja. Sei wenigstens ehrlich. Guck mal, ich muss mir den ganzen Berg nochmal hochfahren sonst. Guck mal, wie lange du gefahren bist, Alter. Ich weiß gar nicht, wann sind wir aufgefahren? 14 Minuten? Echt so. Also ich glaube, du musst mich sogar als Rampe nehmen. Aber das funktioniert dann wieder nur, weil ich diesen Wagen am Anfang ausgewählt habe. Wow, jetzt muss ich erstmal wieder schaffen, diese Steigung hier zu kriegen. Jetzt haben wir eine stärkere Steigung. Wenn wir nach hinten lehnen, Folias, dann geht das, glaube ich. Hopp! Nein! Komm jetzt. Und bist du unterwegs oder soll ich drücken? Nee, ich komme den Berg gerade nicht. Bleib mal ganz hinten, soweit du kannst. Achso, ich muss eigentlich hier hoch, theoretisch gesehen. Ja, warte, ich will. Also weiter kann ich nicht drücken, dann bin ich über die Kante. Ich will hier nur vorbei. Ja. Oh, lol, die hintere Kante blockt mich. Und ab geht's! Was ist das? Superschwachtwagen? Keine Kraft? Alter! Ja, warte, nein, jetzt bin ich über die Kante. Jetzt gib Gas. Ja, ich geb die ganze Zeit Gas. Leute, bei mir hast du richtig in meinem Auto drin gebackt. Bei mir bist du hinter mir und berührst mich noch nicht mal. Wie? Das hab ich mich in eine Pattsituation gebracht. Ah! Das ist also die Anzeigebugs sind hier ein bisschen komisch in GTA. Ja. Dann probierst du einmal mit Vollgas. Ja, komm, das kriegst du hin. Ja! Er ist hoch. Ich hoffe, ich muss ja oben nicht runterfallen, sonst krieg ich so, die Krise. Jetzt musst du hier irgendwie hochkommen. Ich muss einfach den Berg hier hochkommen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um. Bitte bleiben Sie dran, es gibt technische Schwierigkeiten. Na komm! Schwierig an dir vorbeizukommen. Ja? Nein! Ja, ich muss irgendwie versuchen drauf zu landen, das ist richtig knifflig. Also die Kante hier oben ist sehr hart, da komme ich gerade nicht drüber. Ja, warte, ich komme gleich. Ich muss nur versuchen irgendwie drauf zu landen. Ja, ich gebe die ganze Zeit Vollgas. Ach Gott, du siehst nur, wie ich abrutsche mit dem Auto die ganze Zeit. Ja. Ich versuche es schon. Na komm. Gar nicht genug Zeit, mich... Jo. Nein! Nicht fallen! Bleib bei Handbremse und stehen! Zweifel. Mach keine Faxen, wir machen die ganze Kacke nicht nochmal! Ne! Ich gebe jetzt nur noch Vollgas hier! Einmal Gas los, Gas. Was machst du denn da? Hä? Was bei mir stehe ich oben auf der Kante! LOL! Dann bist du komplett runtergefahren! Das ist cool! Ich stehe oben bei mir weiter auf der Kante, auf der Schrägen! Da unten liegst du im Wasser bei mir jetzt! Geil! Ich stehe hier genau oben auf der Klippe. Wenn du jetzt hochfährst, kannst du mich treffen bei mir. Nein, du bist von mir weg. Du bist von mir weg? Ich sehe dich nicht mehr da. Dann spring mal auf die Rampe drauf. Wenn du richtig müsst du mich ja gleich treffen, wenn du richtig landest. Jetzt einfach nur zurückfahren. Geile GTA-Logik wieder. Doch, doch, stopp! LOL! Bei mir bist du gar nicht mehr gespawnt. Heiliger Bimba. Heiliger Bimba, wo kam der her? Ist hier Hogwarts? Also, guck mal, jetzt kommst du hier, glaube ich, nicht hoch. Ja, mal schauen. Ich muss mich als Rampe nutzen. Weil ich ja so ein... Ja. Benutzt mich als Rampe bei mir. Ich bin Voldemort, ich kann überall herkommen, das ist schon klar. Na, warte. Und so ein kleiner Potter hat keine Chance gegen mich. Ich komm von hinten ran, ich bin ja... Yep. Perfektes kleines Beil. Noch ein Stück, dann müsste es... Ja, er packt, danke. Nice, stark. Haben wir geschafft, stark. Wunderbar. Das hat geklappt. Also, wenn das hier gewollt war... Respekt, das war gut gemacht. Geil. Guck mal, aber ich musste den Wagen wählen, damit du es schaffst. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht bei dieser Map. Dass wir irgendwas Spitzes brauchen? So ist es. Habe ich mir schon gedacht. So, und jetzt haben wir
noch einen letzten Punkt, bevor wir dann ins Ziel einfahren. Also tolle Ideen sind dabei. Ja. Über Game Story L oder I, ich kann es gerade nicht ganz genau vom Social Club ablesen. Aber du hast auf jeden Fall sehr, sehr tolle Ideen. Und wenn du die jetzt noch weiter ausbaust. Nein. Geht. Fuck it, Alter, ich bin raus. Scheiße, alles von vorne. Echt? Dann arbeite auf jeden Fall an den Ideen weiter, denn das ist toll was aufgebaut. Wow. Also ich bin richtig entzückt, das hat mir gefallen. Was für ein Assi. Ich glaube, ich habe nicht das perfekte Auto für so einen Parcours. Hä? Besonders schnell, meiner. Okay. Die roten Sachen sind ganz obvious Fehler. Also der Warp-Punkt war gerade geil. Ich bin mitten auf den Schienen ins Zug gespawnt. LOL! Über den Punkt rüber auf den Berg geflogen. Auch geil. Hopp, bin ich in den Schienen und ich glaube, das Ziel ist irgendwo da vorne. Ich glaube, man muss auf den Berg und nein. Zurück. Nein. Du hast 30 Sekunden, um ins Sägewerk zu kommen. Ich weiß nicht, wann ins Sägewerk kommt, aber... Er macht bei einem Teamparcours so. Er macht das Hardcore-Auge. Er macht wirklich nur, dass ich den Weg kenne, mein Lieber. Respekt. Aber leider mein Lieber, dann macht da ein Hardcore-Auge. Hä? Links unter dir ist der Punkt. Wie unter mir ist der Punkt. LOL! ich hab die Map jetzt nicht beendet. Ei. Leute. Ganz ehrlich, diese Map war mega geil von der Idee her. An ein paar Stellen ausbaufähig. Das Feedback habe ich dir gegeben. Mega geil, dass du diese Map eingesendet hast. Ja. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, good job. Jo. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, mir gerade so ein bisschen in meiner Kanalumstellung. Das heißt, drückt doch gerne mal das Däumelein nach oben. Ich würde mich freuen. Checkt natürlich auch Anime-Fan aus. Link in der Beschreibung. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt geil. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh, ja.